Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Aktienfreunde. Willkommen beim guten alten Starterdepot. 19 Sparpläne haben wir schon, wie du es vielleicht weißt. Jetzt kommt der 20. Der 20. wird ein REIT werden. Wir haben jetzt vier REITs vor uns, aus denen wir auswählen können. Ich habe zwei davon schon analysiert. Das sehen wir nachher und welche das waren. Und zwei fehlen noch. Diesmal werde ich mir Realty Income im Detail angucken. Und ich werde mir auch das Starterdepot nochmal angucken zusammen mit euch. Und weil die Börsen in den letzten Tagen etwas geschwächelt haben, sind Preisalarme ausgelöst worden. Und da möchte ich jetzt bei den Aktien, die relativ stark gefallen sind, Nachkäufe tätigen. Das sind dann zwei Aktien, das zeige ich euch auch gleich. Also hier ist das Standarddepot, das weißt du wahrscheinlich auch schon, auf meinem Blog wachstumswerte.net. Da kannst du dir das alles schön angucken. Und da siehst du auch dann die einzelnen Positionen unter anderem. Das realisiert haben wir noch nichts, klar, wir wollen nichts verkaufen, unsere Positionen sind noch offen. Wir wollen hier langfristig investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und immer wenn ich den Spruch sage, dann fällt mir ein, dass ich sagen sollte, wer ich eigentlich bin und dass ich den Disclaimer zeigen sollte. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es eben ums langfristig investieren in Aktien. Den Aktienfinder siehst du auch gleich in Action. Und jetzt noch hinterher hier den Disclaimer. Risikohinweis: Mit Aktien kannst du auch Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Falls es zu schnell war, einfach Bild anhalten, nochmal durchlesen. So, das sind die einzelnen Positionen aus dem Starterdepot, die wir momentan haben. 19 an der Zahl. Und wenn wir hier mal sortieren nach Gewinn und Verlust, da siehst du etwas mehr rot als grün momentan. Wie gesagt, die Aktienmärkte so ein bisschen geschwächelt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ja auch die Gebühren drinne. Und Cisco Systems und Union Pacific siehst du hier auch, die sind tatsächlich relativ stark gefallen, 3M ebenfalls. Und ich hatte hier, habe ich euch auch in einem anderen Video erzählt, Preisalarme gesetzt. Und das habe ich mir relativ einfach gemacht, keep it simple. Und habe einfach von unserem Einstandspreis so 10% abgezogen und dann entsprechend hier das Kauflimit gesetzt. Habe also nicht angefangen, hier für jede einzelne Aktie zu versuchen, den fairen Wert auszurechnen bzw. zu ermitteln und dann das Kauflimit zu setzen. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist es ziemlich viel komplizierter gewesen. Und wie gesagt, keep it simple. Und zum anderen würde ich mich hier gar nicht an dem fairen Wert orientieren, sparplantechnisch. Also wir gehen ja über Sparpläne rein, sondern würde einfach immer in 10% Intervallen immer wieder nachkaufen, wenn der Aktienkurs entsprechend sinkt. Was machst du denn ansonsten, wenn die Aktion an den fairen Wert fällt? Dann kaufst du dann gar nicht mehr nach oder kaufst du dann das über den kompletten freistehenden Betrag nach? Oder wie würdest du das handeln und wie würdest du denn das Ganze abstufen wollen? Und da habe ich überhaupt keine Lust, mich mit so einer Problematik rumzuschlagen. Deshalb, wie gesagt, machen wir das Ganze einfach. Und du siehst, dass dreimal hier, zweimal, habe mich verzählt. Du siehst, dass hier zweimal die Zahlen in grün sind. Das heißt, hier ist das Kauflimit quasi unterschritten. Das ist eben einmal bei Cisco und einmal bei Union Pacific der Fall. Bei Union Pacific nur um 15 Cent. Das heißt, es kann gerade wieder ganz anders aussehen, weil die Börsen jetzt tendenziell steigen. USA hat noch nicht geöffnet. Aber ich habe jetzt einfach hier bei mir, bei der Consorsbank für das Depot geführt, bin ich jetzt einfach hingegangen und habe hier so einen Einmalkauf eingetragen. Über einen Sparplan, über für 25 Euro, einmal hier und einmal hier. Und 3M, weil ich schon gefragt worden bin, hat das Limit noch nicht gerissen. Das habe ich bei 135 Euro gesetzt, momentan 138,70. Und wie gesagt, immer für 25 Euro, weil unsere Positionen sind ja noch ganz klein. Und ich habe irgendwas noch mit 800 noch was Euro auf der hohen Kante, weil wir am Anfang ja nicht alles fair investiert haben, weil wir die Sparpläne sukzessive nach und nach eingerichtet haben. Und die würde ich halt einfach in die Nachkäufe stecken. Und ihr könnt das analog machen oder wie ihr wollt, könnt ihr eure eigenen Kauflimits setzen. Und ihr könnt ja auch, wenn ihr möchtet, über die 500 Euro hinaus. Also wir haben hier 500 Euro im Monat immer zum Investieren. Wenn ihr noch was über habt, könnt ihr das ja ebenfalls dann quasi auf euer, wie heißt das schöne Konto? Das eine ist das Depot und das andere ist Verwaltungskonto. Könnt ihr dann auf euer Verwaltungskonto da überweisen und von da dann entsprechend dann bei Bedarf hier nochmal ein bisschen nachkaufen. So, wie gesagt, das habe ich alles gemacht.
Dann, das ist unser wunderbares Depot. Und gerne mal reingucken hier, falls du noch nicht da warst. Das siehst du dann eine ganze Menge. Siehst du einzelne Positionen hier nochmal nach Dividende und also nach Dividendenrendite, nach Dividendensteigerung. Und siehst auch hier die Gesamtperformance, momentan 3,5% in den Miesen. Also wie gesagt, Gebühren sind hier dabei. Und falls du da mitmachen möchtest, über Sparpläne oder auch über Einmalkäufe oder kombiniert, geht es hier zum Starterpaket, dann hast du eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage mit dabei und einen Broker deiner Wahl. So, und dann gehen wir hier nochmal zum Aktienfinder zurück. Und dann würde ich sagen, Zeit für eine kleine Analyse. Und zwar jetzt von Realty Income. Halt, Merkzettel brauche ich. Und zwar haben wir den REIT-Merkzettel. Da ist er. Und ihr. Hier nochmal die vier REITs, um die es geht. American Tower und Digital Realty Trust. Die habe ich in einem vorigen Video analysiert. Und die beiden sind noch offen. Und ich habe nachher leider noch zu tun. Deshalb jetzt erstmal nur Realty Income in dem Video und Public Storage folgt. Und dann werden wir darüber abstimmen, welche von den vier Aktien wir in den Sparplan aufnehmen. Fangen wir mal an jetzt mit Realty Income. Realty Income wird ja auch als Monthly Dividend Company, der Monthly Dividend Income Company bezeichnet, haben sie auch schützen lassen, weil sie eben monatlich Dividende bezahlen. Allein dieser Fakt macht das Unternehmen schon für einige Dividendenfans attraktiv. Noch attraktiver wird das Unternehmen wahrscheinlich, wenn du mal hier siehst, seit wann die Dividenden und Funds from Operations gesteigert werden. Seit 1994 werden Dividenden bezahlt und da ist es dann offensichtlich ein REIT geworden. Und seit 96 bzw. seit 1997 werden die Dividenden gesteigert. Und du siehst auch schön, wie hier die Funds from Operations steigen. Und das ist halt also insgesamt schon mal ein erfolgreiches Investment hier. Was machen die eigentlich? Denen gehören Einkaufszentren und die vermieten die Einkaufszentren an Ketten, an Einzelhandelsketten. Zum Beispiel habe ich mir hier aufgeschrieben, Supermärkte, Walmart, 7-Eleven. Also alle Unternehmen, die ich jetzt sage, könntet ihr kennen, weil das sind alles wiederum Aktiengesellschaften, die auch im Aktienfinder vertreten sind und die ich auch hier und da mal ja erwähnt habe wahrscheinlich schon. Also Walmart, 7-Eleven, Supermärkte, Ramschläden, Dollar Tree, ich glaube, über die habe ich nie irgendwas gesagt. Apotheken, Walgreens, CVS-Tochter ist auch dabei. Und das sind so Läden, die tendenziell eher Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen. Also jetzt nicht unbedingt hochpreisig, vor allem nicht diese Ramschläden wie Dollar Tree, aber auch diese Supermärkte, Apotheken, das brauchst du eigentlich immer. Und was du mehr oder weniger immer brauchst, das geht mehr oder weniger immer. Das heißt, das ist nicht ganz so konjunkturabhängig, dieses Geschäft. Es gibt ja noch andere Dinge da drin, andere Läden in diesen Einkaufszentren von Realty Income, Fitnessclubs, Kinoketten, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die etwas konjunktursensibler auch sind. Aber in Summe ist es relativ konjunkturstabil oder robust. Und diese Läden werden natürlich vermietet oder Realty Income lebt wie jeder REIT von Mieteinnahmen bzw. Pachteinnahmen. In diesem Fall sind es ja, REIT oder Pachteinnahmen. Und diese Verträge, die laufen sehr langfristig, 10 bis 20 Jahre. Auf der einen Seite, das sorgt jetzt für Planungssicherheit. Und interessant ist auch noch, dass die Mietverträge so gestaltet sind, dass Kosten, die normalerweise der Vermieter übernimmt, also in diesem Fall Realty Income, die Mieter übernehmen. Das bezieht sich einmal auf die Versicherung, also Gebäudeversicherung beispielsweise. Dann aber auch noch auf die Steuern, also Grundsteuer, wobei Grundsteuer wird wenigstens in Deutschland im Regelfall ja auch auf den Mieter abgewälzt im Rahmen der Nebenkosten, aber das steht so auf ihrer Homepage, dann scheint es in den USA vielleicht oft anders zu laufen. Und Instandhaltungskosten, dafür ist auch der Mieter, die trägt ebenfalls der Mieter. Das alles sorgt für eine zusätzliche Planungssicherheit, zusammen mit relativ konjunkturresistenten Ankermietern. Und das ist jetzt erstmal gut. Vielleicht etwas nicht ganz so gut ist der Fakt, dass die dynamischen Mieterhöhungen relativ niedrig sind. Die liegen da so bei 1,5% im Schnitt. Und das ist jetzt nicht die Welt.
Wenn ihr euch vielleicht erinnert, in einem der letzten Videos von mir, wo ich hier American Tower beispielsweise analysiert habe, da war das schon deutlich höher, diese Dynamik der Mieterhöhungen. Die lagen dabei ungefähr 3%, vielleicht sogar 3 bis 5%, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei Realty Income sind es halt nur 1,5%. Und wenn wir dann mal gucken, bei Realty Income, wieso die Dividendenerhöhungen sind jährlich im Schnitt, dann sehen wir hier so irgendwo knapp 5%. Und wenn die Mieterhöhungen halt nur 1,5% betragen, dann haut es ja nicht hin. Auf jeden Fall nicht langfristig. Das heißt, Realty Income kann sich nicht auf das organische Wachstum verlassen. Und was machen sie deshalb? Sie kaufen zu. Also sie kaufen neue Supermarktimmobilien oder Einkaufszentrenimmobilien, so gesagt. Und das sehen wir auch in der Vollanalyse. Da gibt es nämlich zwei tolle Charts, die es anderswo nicht gibt. So, und zwar, die beiden hier sind jetzt wichtig. Du siehst nämlich zum einen, dass die Bilanzsumme von Realty Income ganz schön wächst. Also in 2011 waren die kompletten Assets noch wie hoch? Also ich sage jetzt mal ungefähr 4,4 Milliarden und momentan sind es 16,7 Milliarden US-Dollar. Hat sich also ja so ungefähr vervierfacht. Das wird Realty Income nicht durch das organische Wachstum geschafft haben, weil die Mietverträge halt immer teurer geworden sind, also die Mieten immer teurer geworden sind, sondern das kam durch Zukäufe in erster Linie zustande. Und du siehst hier zwischen 2012 und 2013, dass da was passiert sein muss, weil hier ist dann die Bilanzsumme doch ganz schön stark gewachsen. Auch die Schulden sind ein bisschen in die Höhe gegangen, aber vor allem die Bilanzsumme mehr als die Schulden. Die Schuldenquote dann ist deshalb sogar abgenommen, die ist dann von 55,5 auf 45% und halb gesunken, also um 10% relativ deutlich. Und das Unternehmen ist auch ebenso noch deutlicher gewachsen. Ja, wie schafft Realty Income das? Einmal ein bisschen durch Schulden, aber insbesondere durch Kapitalerhöhung, das heißt durch die Ausgabe neuer Aktien. Das siehst du genau hier unten. Da siehst du, dass die Anzahl der Aktien hier von 2012 auf 2013 um satte 44% gestiegen ist durch eine Kapitalerhöhung. Die Kapitalerhöhung ist jetzt, da kannst du dich fragen, ist es gut oder ist es schlecht? Und die Antwort lautet sowohl als auch. Also schlecht insofern, als dass wenn du jetzt schon eine Aktie besitzt und an der Kapitalerhöhung nicht teilnimmst, dann kriegst du pro Aktie, die dir gehört, nach wie vor weniger vom gesamten Kuchen ab. Das siehst du auch hier, diese Funds for Operations, die wären eigentlich, wenn dieser Zukauf nicht stattgefunden hätte, bei 3,38 gelegen. Und durch diesen Zukauf gab es eine Verwässerung, dann sind es jetzt 2,34 US-Dollar. Wobei ich jetzt da sagen muss, dass natürlich dann auch der Gewinn drin von dem zugekauften REIT. Es wurde nämlich ein REIT zugekauft und der Vollständigkeit halber schaue ich jetzt mal, ich hoffe, ich finde das gleich, wie der REIT hieß. Der hieß American Realty Capital Trust, den haben sie da gekauft. Naja, du siehst aber auf jeden Fall, dass wir hier eine Verbesserung haben von den Pro-Aktie-Kennzahlen. Auch pro Aktie hast du dann weniger von der Dividende, die du abkriegst. Und das ist jetzt erstmal schlecht. Gut, auf der anderen Seite ist aber, dass du quasi, dass die Verwendung, dass diese Kapitalerhöhung verwendet wird, um eben diesen REIT zu kaufen in diesem Fall. Der REIT macht ja auch Gewinn, das heißt, der Kuchen an sich wird größer, von dem du ja was abkriegst pro Aktie. Das zum einen. Und zum anderen hat diese Übernahme oder ist diese Übernahme nicht komplett über eine Eigenkapitalerhöhung finanziert worden? Du siehst ja, dass die Schulden gewachsen sind von 3 Milliarden auf 4,5 Milliarden. Sagen wir einfach jetzt mal, ohne nachgeguckt zu haben, dass 1,5 Milliarden haben sie über Schulden finanziert und den Rest, 3 Milliarden hat sie gekostet, also 50% wäre es dann gewesen, dann wäre es 50-50, 50% durch Eigenkapitalerhöhung und 50% durch Schulden. Das heißt, die Verwässerung findet quasi nur zu 50% statt, aber du kriegst 100% des übernommenen Unternehmens, du kriegst 100% des Gewinns quasi, der da reinkommt und die Verbesserung ist aber nur 50% von dem Unternehmen. Also in Summe sollte es positiv sein, vor allem längerfristig, weil das Unternehmen halt längerfristig zum Erfolg beiträgt, während die Kapitalerhöhung, die passiert ja nur einmal, aber dann natürlich auch für immer.
So, du siehst auch, dass in den Folgejahren hier immer mal wieder ganz deutlich hier die Anzahl der ausstehenden Aktien steigt um die 8%, hier mal ein bisschen weniger um die 6%, hier nimmt es wieder leicht zu. Das lag mir noch auf dem Herzen, das wollte ich erzählen, damit ihr versteht, wie Realty Income quasi hier das Dividendenwachstum beibehalten kann. Und das war keine einmalige Sache von 2012 auf 2013, weil du natürlich siehst, dass das ziemlich stark war. Machen wir mal kurz weg. Du siehst, dass das Umsatzwachstum jetzt ziemlich stark angestiegen ist aufgrund dieser Übernahme des anderen REITs. Und dann jetzt ist es wieder abgeschwächt. Aber Zukäufe sind halt ein ganz wesentliches Mittel, um eben diese Wachstumsraten beizubehalten, damit dann auch zukünftig das Dividendenwachstum beibehalten werden kann. So viel zu was macht Realty Income und dem ja, Geschäftsmodell und was mir noch da auf dem Herzen brannte. Dann gucken wir mal die Bewertung an. Und zwar gehen wir zuerst in den Dividendenturbo, weil klar, die Dividendenbrille bei einem REIT ist Pflicht. Und die nehmen wir nachher aber ab und gucken dann noch in die dynamische Aktienbewertung rein. Hier siehst du schön die Dividendenleiter, wie ich das nenne. Dann siehst du auch hier schön von 2012 auf 2013, dass die Dividenden mal stärker angestiegen sind. Hat natürlich auch mit dem Zukauf des REITs zu tun. Hat sich dann auch nochmal gleich kompensiert bei den Kennzahlen pro Aktie, dass die Verwässerung quasi dann kompensiert worden ist durch eine überproportionale Dividendenerhöhung. Glaub nicht, dass sich da Aktionäre beschwert haben. So. Könnte sich aber beschweren, wenn du hier den Dividendenverlauf siehst, der historischen Dividendenrendite seit 2000. Dann kriegen wir nämlich momentan 3,4% und es ist doch schon im historischen Vergleich sehr wenig. Es gab schon mal so wenig, sogar noch ein bisschen weniger im Sommer 2016. Und momentan sind wir eben hier und die Dividendenrenditen, also das Wachstum ist ja da, ich habe ja gesagt knapp 5%, aber das ist immer noch also relativ bescheiden. Du bräuchtest eine Weile, irgendwann in 2023 vermutlich, bis du auf die 4% Dividendenrendite kommst. Hättest du die Aktie gekauft, noch im Februar letzten Jahres, da wärst du schon mit 5,2% eingestiegen. Du siehst allgemein, dass bei Realty Income, es geht mal hoch, mal runter. Jetzt sind wir unten, im Anfang 2018 ist die Dividende relativ weit oben gewesen, bei 5%. 3,3%, dann wieder ein Jahr vorher und dann wieder ein Jahr vorher irgendwas wieder mit 4% an die 5% und dann ging es hier wieder runter. Also in letzter Zeit so ein bisschen auf und ab. Das ist die Finanzkrise. Da hat es sehr viele Aktien, das ist das Charakteristikum von vielen Aktien, dass da die Dividendenrendite sehr hoch ist, weil da in Breite die Aktienkurse eingebrochen sind. Die Aktienkurse sind auch alleine verantwortlich für diese starken Schwankungen bei der Dividendenrendite. Das siehst du hier, wenn ich die Dividendenrendite einblende. Ist ja nicht so, dass die Dividende hier wild durch die Gegend springt. Realty Income ist ein zuverlässiger Dividendenzahler, also kann es ja nur von der Preisentwicklung kommen. Und das sehen wir dann auch hier. Zeige ich dir jetzt erstmal hier die Preisentwicklung und das siehst du eben hier, dass der Preis hier mal hoch geht, dann geht er nach unten, dann geht er dann wieder nach oben und sehen wir mal so einzelne Ausschläge von 51 Dollar auf 38, dann wieder zurück 54, dann fällt er wieder auf 45, dann steigt er wieder auf 70, dann fällt er wieder auf 50 und jetzt ist er wieder, jetzt ist er sogar bei 78. So, also ist relativ volatil hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Aktie momentan günstig oder ist sie eher teuer? Und das spielt ja insofern schon eine Rolle, als dass die Aktie, wie gesagt, relativ volatil unterwegs ist. Das heißt, wenn du Realty Income eben zum Höchstkurs einkaufst, vor allem bei einer Einmalzahlung und dann fällt die Aktie, dann korrigiert die, dann sitzt du halt erstmal auf Kursverlusten und bist halt mit einer relativ niedrigen Dividendenrendite eingestiegen. Das könnte ärgerlich sein. Zumindest kurz- und mittelfristig. Irgendwann ist es dir dann auch egal und dann bist du sowieso, wenn es halt so weiterläuft mit der Gewinnentwicklung, wie ich dir hier gezeigt habe, bist du dann irgendwann sowieso im Plus. Aber nichtsdestotrotz, kurz- mittelfristig wäre es ärgerlich. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Bewertung an. Dazu brauchen wir den Kurs nicht, sondern insbesondere die Entwicklung der Funds from Operations. Und
Ich jetzt erstmal hier irgendwo anfangen. Ich habe übrigens die dynamische Aktienbewertung ein bisschen ausgebaut. Du siehst jetzt hier auch noch das Wachstum von dem Gewinn. Das ist jetzt aber hier der Funds for Operations in dem Fall, dem operativen Cashflow und der Dividende. Siehst du gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und wir gucken jetzt aber hier auf den Gewinn. Und da würde ich dann halt auch schon sagen, hier irgendwo macht eh keinen großen Unterschied, könnt ihr mir glauben. Von wo ich es genau anfangen lasse, in dem Fall, dann mache ich jetzt mal hier. Und da haben wir Multiples, also KGV, basierend auch auf den Funds from Operations von 17,5. Und das ist jetzt erstmal das Wichtige. Durchschnittliche Dividendenrendite wäre bei 5,5%. Dann siehst du auch nochmal, dass das momentan eher niedrig ist, die Dividendenrendite hier mit da irgendwo 3,5% hier. Jetzt aber genug rumgemeckert, wie schlecht das alles ist. Obwohl, vielleicht bin ich noch nicht fertig mit dem Meckern. Kommt ja darauf an, was jetzt bei rauskommt. So, also hier nur der Kurs. Und das ist halt immer das Spannendste. Jetzt blendest du mal ein, was wie der faire Wert quasi jetzt berechnet wurde. Und hier ist er im Vergleich zu der Kursentwicklung. Wir können auch die Dividende einblenden. Das ist dann der faire Wert basierend auf der Dividende. Wie du siehst, läuft er ziemlich parallel zur der Berechnung des fairen Werts auf dem Funds for Operations. Und du siehst eben jetzt, dass wir hier gute Zeiten, schlechte Zeiten haben, auch bei der Bewertung. Hier ist die Aktie mal massiv unterbewertet gewesen. Das war in 2008, ja, Finanzkrise halt, ne? Da war der faire Wert bei über 30 US-Dollar und die Aktie gab es teilweise für die Hälfte. Dann haben wir hier eine Phase von Überbewertung, wo die Aktie mal 50 gekostet hat, der faire Wert bei irgendwo bei 37, 38. Nochmal eine Phase der Überbewertung, eine noch stärkere Phase der Überbewertung in Mitte 2016, die auch relativ lang gedauert hat, von Ende 2015 bis Ende 2017, also 2 Jahre, Pi mal Daumen. Dann wieder eine Annäherung an den fairen Wert und jetzt hier die nächste starke Überbewertung. Und da zoome ich jetzt mal ein bisschen näher rein. Und dann haben wir jetzt momentan einen Kurs hier, das ist der rote Punkt, von 78, 73 US-Dollar. Und wir haben einen fairen Wert basierend auf der Schätzung des laufenden Geschäftsjahres von 57 US-Dollar, basierend auf den letzten 12 Monaten. Im Ergebnis wären es 54 gewesen, also jetzt 57 US-Dollar. Moderat zwar, aber nichtsdestotrotz prognostizierter steigender Gewinne steigt dann auch der der faire Wert an, wie du hier siehst. Ja, dann erst also 57 US-Dollar, dann 61 US-Dollar und dann 65 US-Dollar. Ich runde immer. Ist aber alles deutlich unter den 78, 73 momentan. Und dann kannst du dir jetzt mal das Korrekturpotenzial ausrechnen lassen, wenn du hier die Linie ziehst. Und dann siehst du hier Rendite minus, also minus 27% wäre das dann ungefähr. Wobei hier dann noch die Dividende abmildernd wirkt, was den Verlust da angeht. Das wäre quasi jetzt das Korrekturpotenzial hier, diese 27%, also abzüglich Dividende. Ja. Also das Korrekturpotenzial wäre etwas niedriger. Und das ist eben, ja, wie gesagt, das kurzfristige oder von mir ist auch mittelfristige Korrekturpotenzial, falls die Aktie so wie hier wieder an den fairen Wert zurückkehren sollte. Bei der Dividende ist der faire Wert fast genauso. Da liegt er bei 54 US-Dollar und hier bei 57 US-Dollar. Und das heißt jetzt für mich, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ob ich die Aktie kaufen soll, kommt ja in Frage erstmal, wenn ich das hier sehe, dann kommt das prinzipiell ja erstmal in Frage. Langfristiges Gewinnwachstum. Wenn ich das sehe, dann würde ich eher wieder Abstand nehmen. Das heißt, auf jeden Fall von einem Einmalkauf, dass ich hier eine größere Summe, weiß nicht, sagen wir mal irgendwas, 5.000 Euro oder so, mal hier reinstecke, ne, dann hätte ich, hier ist es jetzt 5.000, sind jetzt Dollar, dann machen wir mal, was weiß ich, 5.500 Dollar, dann wären vielleicht ungefähr 5.000 Euro. Und dann hättest du hier Korrekturpotenzial von 1.500 Dollar. Und das wäre halt, würde mich eher abschrecken, insbesondere weil eben das Wachstum so moderat ist, dass es ewig dauern wird, bis dieser faire Wert erreicht wird. Es könnte natürlich sein, das ist so ein bisschen der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte, dass wir für Realty Income beispielsweise ab sofort in alle Ewigkeiten ein höheres Bewertungsniveau sehen werden. Das heißt, wenn wir hier uns die KGVs angucken, dann waren die ja erst bei 13, 14, 15, eine ganze lange Zeit, also immer unter 15 hier überall, zum ersten Mal 17, 20, wieder unter 20, unter Peer, also 2016, dann 20 wieder. Momentan 24, also unerreichte Höhen momentan.
Aber es kann ja sein, dass 24 die neue Normalität sein wird. Wenn man sich jetzt das Makroökonomische, heißt das so? Ja, ich glaube, ich habe kein VWL studiert, ich habe BWL studiert und politische Wissenschaft. Wenn man sich das makroökonomische Umfeld anschaut, dann sind ja die Zinserhöhungen abgeblasen worden in den USA. Was heißt es? Das heißt, dass REITs allgemein Rückenwind bekommt, in zweifacher Hinsicht. Zum einen hat sich die Hoffnung der Anleger Luft aufgelöst, dass sie wieder für Anleihen und so weiter bald mehr Geld bekommen werden. Und zum anderen haben REITs ja auch Schulden, das haben wir gerade gesehen, das bin ich jetzt nicht mehr ein. Und die Schulden sind dann aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, werden die dann auch relativ niedrig verzinst. Und es könnte wieder Rückenwind geben. Wobei natürlich werden sich auch diese Sachen irgendwann wieder ändern, ist klar. Also ich glaube jetzt, also das jetzt, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, tue es aber trotzdem ein bisschen. Ich hätte jetzt eher meine Zweifel, dass so ein Bewertungsniveau die neue Normalität ist. Das, ich kann nicht sagen, wie lange so eine hohe Bewertung andauern wird, aber ich gehe schon davon aus, dass es irgendwann auch mal wieder zurückkommt. Was wir hier im Standarddepot machen, ist, wir investieren ja über Sparpläne. Und über Sparpläne, das habe ich auch schon an mehreren Stellen gesagt, da ist so eine hohe Bewertung nicht ganz so tragisch, weil da steigen wir sukzessive ein und bauen die Position aus. Das heißt, wenn dann der Kurs irgendwann wieder zurückkommt, dann kaufen wir einfach wieder nach und kriegen dann ein bisschen mehr Anteile jedes Mal, wenn der Kurs weiter unten ist. Und insofern ist es da nicht ganz so schlimm. Beim Einmalkauf wäre es, wie gesagt, etwas schlimmer. So, das war mal mein Wort, ich wollte schon sagen zum Sonntag, aber es ist erst Freitag. Das war mein Wort zum Freitag für Realty Income. Public Storage steht jetzt auch auf dem Plan. Ich werde jetzt, also ich verspreche, dass ich das im Laufe der nächsten Woche noch fertig mache und dass wir dann noch abstimmen können, sodass wir dann das Starterdepot voll haben. Eine Frage noch, die mir jetzt öfter gestellt worden ist, ob ich dann das Starterdepot verweisen lasse. Nein, werde ich nicht. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich stecke da ja selbst Geld rein. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, das Ganze zu verfolgen. Und der zweite Grund ist, ich mag euch einfach und deshalb werde ich mindestens einmal im Monat weiterhin über das Starter Depot berichten. So, dann eins hätte ich noch feiner vergessen. Und zwar hat der Aaron von Homo Economicus ebenfalls Realty Income analysiert und der hat auch gleich einen Sparplan eingerichtet. Ich werde das Video unten verlinken, könnt ihr euch gerne anschauen, falls es euch interessiert. Er hat vielleicht noch andere Sachen erwähnt, die ich nicht erwähnt habe. Ich habe das Video noch nicht angeschaut. Will ja mich nicht beeinflussen lassen. Jetzt aber, ciao.